Die klassische Konditionierung ist eine Form des unbewussten Lernens und wird in vier Ebenen unterteilt. Um euch die klassische Konditionierung näher zu bringen, haben wir ein kleines Beispiel vorbereitet. Die erste Ebene ist die Situation vor dem Konditionierungsprozess. Hierbei gibt es immer einen neutralen Reiz, der eine neutrale Reaktion hervorruft. In unserem Beispiel wird eine Maus konditioniert. Der neutrale Reiz ist ein Stück Käse, welches die neutrale Reaktion der Freude bei der Maus auslöst. Die zweite Ebene der Konditionierung ist die Konditionierungsvoraussetzung. In dieser Ebene gibt es einen unkonditionierten Reiz, auf den eine unkonditionierte Reaktion erfolgt. Dieser Reizreaktionskomplex ist natürlich, also von Geburt an vorhanden, im Gegensatz zum erworbenen neutralen Reizreaktionskomplex aus der Ebene 1. In unserem Beispiel ist der unkonditionierte Reiz, das Zuschnappen einer Mausefalle, der Grund für die erfolgende Angstreaktion. Die dritte Ebene umfasst den Konditionierungsprozess, bei dem die beiden Reize aus den ersten beiden Ebenen kombiniert werden. Hierbei trifft der unkonditionierte Reiz auf den neutralen Reiz und löst zusammen mit ihm eine Reaktion aus, die aus dem stärkeren der Reize resultiert. In unserem Fall ist die Mausefalle der unkonditionierte und der Käse der neutrale Reiz. Und wie in den meisten Fällen überwiegt hier der unkonditionierte Reiz, da die Angst vor der Mausefalle größer ist als die Freude über den Käse. Die Reaktion auf die Reizkombination ist also die Angst. Das Ergebnis des Konditionierungsvorgangs folgt als vierte und letzte Ebene. Die Maus hat nun den ursprünglich neutralen Reiz mit der ursprünglich unkonditionierten Reaktion zu einem jetzt konditionierten Reizreaktionskomplex verknüpft. Nun hat die Maus Angst vor dem Käse. Make